Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Runde Feeds Beast. Was heißt Runde? Folge. Und heute ist da mit dabei der liebe Spark of Phoenix. Der Sparkasse meldet sich mal wieder zum Dienst. Es ja, geht krank weiter. Ganz ehrlich, ist richtig krank. Kannst gerne noch vorbeischauen, aber das ist... Ja, wenn ich bei dir vorbeischaue, dann verzweifle ich, glaube ich. Denn ja, oder ich komme vorbei. Das ist unglaublich, ey. Der Spark hat so seine Magie schon so weit oben und auch noch seine Technik. Und ich fange jetzt mit Technik gerade an. Der Zauberstab, der neulich abgeschissen ist, wo der Server abgekackt ist, der funktioniert jetzt. Ich wollte es mal austesten. Ich habe so gedacht, pass auf, ich mache eine Aufnahme. Am Ende mache ich den Zauberstab in der Hoffnung, dass der Server dann abkackt, wenn die Aufnahme schon im Kasten ist. Aber ist nicht abgekackt, der funktioniert wieder. Keine Ahnung, was los war. Letztes Mal war irgendwie ein Bug oder so da. Krass, was ist denn Zauberstab? Ist das denn? Ich kann es dir zeigen. Der hat mir viel Energie, aber damit kannst du übelst geil farmen. Ich habe innerhalb von 20 Sekunden 3 Stacks Obsidian zusammengekriegt. Was? Ja, ich komme mal bei dir vorbei, ich kann dir zeigen. Ich sehe dich, hallo. Hallo. Ich komme mal vorbei. Musst du aber, glaube ich, unten gehen, es geht. Soll ich runterkommen? Ja. Ich habe übrigens tolle Schuhe gemacht, ich kriege keinen Fallschaden mehr, egal von wo ich runterfalle. Sind das diese Long Fall Boots? Genau. Die mit den Diamanten gemacht werden? Ja. Da hatte ich nur 4 Diamanten, das war ja gar nichts. Und sind die unten kaputtbar oder sind die, oder haben die da Haltbarkeit? Die sind unkaputtbar. Ah, das ist cool. Dann so, Wohnen die sich ja. Alles im Wasser ruiniert. So, warte mal, wo müssen wir das am besten machen? Ich mach das mal hier unten. Ich denke mal, wir haben ja noch Rechte, ne? Ich setze das alles wieder zurück. Und Achtung, das waren jetzt die normalen Zauberstäbe. Du kennst den grünen, gell? Den gelben für Blitze. Und das da hier. Guck mal. Okay, das ist geil. Und der kann im Klartext eigentlich Folgendes machen. Der tauscht einfach Blöcke aus. Das, was du im Inventar hast, wählst du einen Block aus und das, was im Boden ist. Das heißt, du kannst hier durch Höhlen durchgehen. Wenn da irgendwie Erz ist, machst du Rechtsklick draußen, dann wird das Erz durch Cobblestone ersetzt und das Erz landet in deinem Rucksack. Boah, wie geil ist das denn? Deshalb kannst du einfach durchgehen, hier so zack, Kohle, 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 Eisen, Eisen, Eisen. Muss einfach nur durchgehen, klick, 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 hast alles eingesammelt, musst gar nichts mehr abfarmen. Ja, das ist nice. Das ist übelst krank. Naja, und wenn ich jetzt wieder zurückmachen will, nehme ich jetzt einfach hier so einen Erdblock zum Beispiel, ne? Setz hier hin, wähle mit dem Zauberstab einen Erdblock aus und sag, tausch mal wieder. Jetzt hast du aber leider nur hier ein Stückchen Kies vergessen. Ah, Spark, ab ins Gefängnis. Den Kies? Nein, ich habe gar keinen Kies eingesammelt. Okay, dann war es. Ich besitze kein Kies im Inventar, das war so. Echt, warst du ein Krüppelweg? Das kann es wahrscheinlich sein, ja. Okay, dann bist du unschuldig. Ja, so, zack, alles wieder zurückgesetzt. Ist genial. Das ist echt geil, das ist echt geil. Und das Tolle ist, wenn du ein Jetpack noch hast und diese Fallboots, ich bin gerade am Jetpack machen, kannst du theoretisch hochfliegen. Und kriegst auch Fallschaden durch Jetpack, ne, wenn nicht aufpasst. Ja. Du kriegst keinen Fallschaden, weil du die Boots anhast und kannst aber auch in Höhlen an die Decken fliegen, die ganze Zeit mit der Zauberstab drauf und zack, 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 Erz einsammeln, Erz einsammeln, Erz einsammeln. Ja, ich wusste nicht, ob die unbesiegbar sind oder nicht, weil ich glaube, der Kev hatte mal Boots, die sind kaputt gegangen, aber ich glaube, das waren dann nur Rubber-Boots. Das waren dann wahrscheinlich andere. Da mache ich mich auch die Longfall-Boots, weil wenn die, weil ich habe ja einen Baum und muss mal runterspringen, dann kann ich immer viel besser runterspringen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache, Spark, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Dann werde ich mir heute, glaube ich, jetzt mal die Boots machen und dann sollen wir mal danach ins Bett kurz, dann können wir nämlich das die Nacht überspringen. Können wir machen. Okay, pass auf. Oh, ich lag schon drin, aber egal, passt schon. So. Ich komme sofort. Also, Eisenbarren habe ich noch nicht genug. Warte mal, da ist Eisenerz. Geh mal da rein, liebes Eisenerz. Und du gehst mal da rein. Dann da ein bisschen Kohle, da ein bisschen Kohle. So, dann brauchen wir Diamanten dafür. Wo haben wir denn die lieben Diamanten? Da haben wir die Diamanten. Und dann brauchen wir Obsidian, habe ich auch gefarmt. Dann haben wir alles dafür. So. Das Gute ist, ich habe mir halt im Voraus schon sehr, sehr viel zusammengefarmt. Das heißt, eigentlich kann ich jetzt ich auch, relativ. Ja, du hast natürlich. Ich habe gerade eine Dreiviertelstunde oder so tonnenweise an Erzen zusammengefarmt. 2 Stacks insgesamt, wenn ich durch den Miserator klopp an Kupfer. 6 Eisen. Ich glaube, so fertig, aber. Dumm. 2 Stacks Eisen noch, also 4 Stacks Eisen insgesamt. Tin Ore locker mal über einen Stack, wenn das durchgeschmolzen ist. Gold über einen Stack. Das wird schon richtig krass. Der rastet aus. Also wenn ihr die Zauber und die neuen Technik-Sachen sehen wollt, bei Spark gibt es auch, der fängt jetzt mit Technik an, ne? Und du bist jetzt schon... Genau, also mit Magie bin ich sehr, sehr weit. Ich habe auch schon so einen magischen Fahrstuhl. Ich wollte nicht mal das Haus bauen, magische Fahrstühle einbauen und auch so einen magischen Hochofen, der übel schnell durchbrennen kann und eine Kiste, die automatisch schnell die Items auffrisst. Das ist übrigens krass. Da stehst du so eine Kiste vor so einem Ofen, wirst ganz oben einfach rein, fällt das irgendwie da durch. Dann durch Lava und unten geht da so eine Kiste oder der ploppt das raus auf so eine Kiste drauf und die Kiste macht einfach knapp und frisst das Item. Oh, sehr, sehr geil. Drin. So, ich habe jetzt mal die Long Fall Boots gemacht.
Denn dann, zack, habe ich jetzt auch. Unzerstörbar sind die. Sehr, sehr gut. Sowas ja. Mag ich ja. Gegenstände, die unzerstörbar sind, die mag ich, weil da hat man länger was davon. Ja, klar. So. Und jetzt testen wir direkt mal aus und springen hier runter. Oh, ich habe keinen Fallschaden bekommen. Natürlich nicht. Der macht komplett jeden Fallschaden kaputt. Ich habe es ausgetestet. Ich bin mal von maximaler Bauhöhe runtergeflogen. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Sehr gut. Okay, ab ins Bett. Ab ins Bett. Bin dafür. Ich lieg schon drin. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Den Spark, ich sag mal, den Spark, den muss man dabei haben. Dann weiß man, was man braucht. Weil die Pools hätte ich wahrscheinlich erst viel später gebaut, obwohl ich die ganzen Zutaten dafür hatte. Ja, die sind extrem nützlich. Ja, gerade wenn man auf dem Baumhaus ist. Ich würde sagen, dann gibt es jetzt mal. Dann werde ich jetzt das Baumhaus hier oben ein bisschen ausbauen und dann werde ich. Weil soll ich das Baumhaus ausbauen oder soll ich im Keller die Technik-Kram-Sachen machen? Ist vollstens dir überlassen. Ja, ich überlege gerade. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, hier oben die Sachen drauf zu bauen im Keller, weil wenn jemand mein Haus anzündet, dann ist das natürlich scheiße. Und im Keller ist es sicherer. Warum sollte jemand dein Haus anzünden? Denkst du echt, die sind alle so fies? Ja, Spark, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bald geht was richtig Heftiges los und da muss man natürlich auch eine sichere Festung haben. Mehr was sag heißt, ich, geht was richtig Heftiges los? Darf man hier griefen dann oder was? Nee, mehr sag ich dazu noch nicht. Weiß es noch nicht, Spark? Nein, ich weiß es selbst noch nicht. Okay, dann lüfte ich jetzt mal Geheimnis. Okay, Leute, hört zu. Nee, das Geheimnis lüfte ich in der nächsten Folge. Ja, nee. Das kannst du ja. Oder ich sag's dir einfach zwischendrin. Ich sag's dem Spark gleich nicht. Oder ich sag's euch in der nächsten Folge, da werde ich es erfahren. Apropos, ich hab hier, jemand hat bei mir geklaut, glaube ich. Ich habe nämlich Geschütztürme aufgestellt und die waren nicht mehr da. Oder ein Geschützturm in den letzten Aufnahmen aufgestellt, der war nicht mehr da, als ich mich eingeloggt habe. Okay. Es gibt hast du Portal gespielt? Kennst du Portal? Nee, habe ich leider nie gespielt. So, da gibt's so kleine Geschütztürme, die ballern, da guckt vorne so ein Laser raus, wenn einer durchläuft, wird er abgeballert, gell? Mhm. Und das hat Dena fast instant runtergekloppt, ohne Ende. Das stimmt hier gar nicht. Achso, ich muss die Kabel nehmen. Ich verdumme mich gerade. Aber jedenfalls, das ist, keine Ahnung. Ich habe den hier hingestellt und als ich wieder mich eingeloggt habe, war der weg. Da stimmt was nicht. Das meine ich auch. Na egal, gut, ich bin gespannt. Aber das. Och nee, nicht unser friedliches Zusammenleben zerstören. Es läuft so gut. Ja, was da auf uns zukommt, das werde ich euch dann gleich in der nächsten Folge erzählen. Es läuft dann auch so gut. Weil in dieser Folge gibt es schon die Long Fall Boots und dann, wir wollen nicht übertreiben hier, ne? Wir wollen nicht übertreiben. Ja. Nee, es wird nicht nur das friedliche Zusammenleben zerstört. Also man wird auch keinen Verlust durchmachen oder sowas. Also keine Sorge, man verliert keine Items. Aber es gibt etwas. Ach so, dann ist alles gut. Es gibt halt etwas Gefährliches. Ich glaube, ich mache mir hier oben jetzt das. Doch, dann habe ich oben so eine etwas so. Ich mache mir jetzt hier oben einen Boden raus. Warte mal kurz. Habe ich genug? Ich habe nicht genug. Weißt du was? Ich mache jetzt hier einen richtig schönen Boden. Aber ich glaube, ich mache den aus Stein. Glaubst du, das sieht auf dem Baumhaus gut aus, wenn der aus Stein ist und ich mache nur die Wände aus Holz? Ich weiß nicht. Also Baumhaus-Idee, wenn du Baumhaus machst, dann würde ich, glaube ich, bei Holz bleiben. Du kannst vielleicht verschiedene Materialien nehmen, aber ich weiß nicht, ob Stein auf einem Baum passt. Glaubst du, so ein Generator und sowas kann brennen irgendwann? Nee, aber ich glaube, wenn du noch High-Solar-Panel hast, habe ich ausgetestet, wenn dein Badbox anschließend explodiert. Ich glaube, da brauchst du irgendwelche Transformatoren. Okay. Und dann brennt auch alles, wenn die explodiert? Ich weiß es nicht. Brennen tut es nicht. Es gibt nur so ein 3x3 Loch ungefähr, weniger als ein Creeper. Okay. Aber ich glaube nicht, dass du das so weit hinkommst oder das machst. Ich vergesse dann das Rezept hier. Ich hatte in der letzten Folge gefragt, ob ich das Baumhaus weiter sollen will oder das Ding jetzt unten in der Erde machen soll. Und es waren sehr, sehr viele dafür, dass ich das Baumhaus weiter mache. Dann würde ich sagen, mache ich das jetzt auch. Dann werde ich das jetzt machen. Ich habe jetzt Long Fall Woods, ich werde jetzt Bäume fällen gehen. Dum 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 dum. Bäume fällen gehen, dann müsste man ja die Axt von mir nehmen. Ich habe eine Taumium-Axt, aber wenn du mir eine Axt borgen willst, wenn du die gerade nicht brauchst. Ich habe eine Idee. Erzähl. Ich habe hier noch eine übrig, die hat kaum noch Haltbarkeit. Oh, darf ich die? Die kann ich dir geben, die ist schon. Darf ich verschandeln? Okay. Warte mal kurz, was sind da alles drauf für Elemente? 30 Magie und ja, komm, scheiß drauf. Oh, ist so geil runterzuspringen, Leute, das ist echt geil. Ja gut, das ist cool. Du musst, wie gesagt, einfach nur Rechtsklick halten, gell? Okay, da seht ihr jetzt direkt nochmal die magische Axt, die der Spark schon erforscht hat. Ich habe mir eine neue gemacht, ganz einfach, weil die fast kaputt war. Okay. Okay, nice, gut. Einfach gut, unten draufhalten, rechtsklick gedrückt halten, dann geht der ganze Baum von oben nach unten ab. Gut, Leute, was für Holz holen wir uns denn jetzt? Ich glaube, wir holen. Es geht nicht bei Rubbermud, funktioniert es nicht, weil das. Aber es geht bei den Dschungelbäumen. Bei Dschungelbäumen geht es einwandfrei. Halt aber nicht mehr sehr lange, ne? Kann ich nicht sprinten? Was ist denn los? Warte mal kurz. Sprint ich gerade?
Ach jetzt, ich hab gerade einen Sprintbug gehabt. Ach, bei den Bäumen geht's ja bei diesen großen Bäumen. Bei diesen ganz großen nicht, also nur wenn das die Bäume für Mods sind, nicht, aber bei Dschungelbäumen, auch bei großen Dschungelbäumen, ja. Okay, dann pass auf, dann hole ich mir jetzt ein paar Dschungelbäume mit der magischen Axt, weil ich sag mal, das lohnt sich am meisten. Oder verliert das pro abgeschackten Holz oder pro Baum verliert Haltbarkeit? Ich glaube, pro abgehacktes Holz. Okay, dann ist es ja im Endeffekt egal, hoffentlich habe ich dann überhaupt einen ganzen Baum. Ich habe schon wieder vergessen, wie man diese RE-Batterie macht. Ich habe zwar da schon... Da ist ein ziemlich großer Baum, ich glaube, den hole ich mir jetzt. Ich habe schon zwei gemacht. RE-Batterie? Ja. Du brauchst... Zinn, Redstone und ein Kabel. Wie mache ich das? Mit Linksklick drauf und mit Rechtsklick? Rechtsklick gedrückt halten. Du holst mal irgendwas. So, das... Rechtsklick gedrückt halten? Ja. Magie! Sag ich doch, Hexerei, Zauberei. Das ist so geil. Ja, aber sicher doch. Lol, das ist so geil. Wie lange brauche ich, bis ich die Axt erforscht habe? Oh, das dauert ein paar Stunden. Okay, ich weiß, dass es im nächsten Livestream kommt. Ich werde diese Axt erforschen, weil mein Baumhaus braucht ziemlich viel Holz. Hammer. Hammer, habt ihr das gesehen? Das wird ewig dauern, bis so weit ist. Der Baum ist von alleine verschwunden. Das war fast 2 Sekunden. Das äußerst nützlich eigentlich. Habe ich denn die Kabel hier? Habe ich die echt schon? Okay, ich weiß schon einiges, was ich im Livestream, im 24-Stunden-Livestream vorhab. Da habe ich, ich glaube, da werde ich mal komplett Magie einfach mal erforschen. Weil ich in 24 Stunden kriegst du das hin. Leute, da muss aber was. Stürzt du mein Monopol um. Nee, bis zum 24 Stunden habe ich es draußen, aber was, weil ich das nächste Wochenende leider nicht zu Hause bin. Das heißt, es dauert noch so 1-2 Wochen, bis der 24-Stunden-Livestream losgeht. Bis dahin hast du schon wieder mehr Monopol als jetzt. Ach Quatsch, das irgendwas ist auch Schluss, irgendwann ist der Mod ja zu Ende, da muss ich auch anderes Zeug weitermachen. Da ist ein halb abgehackter Baum. Wir nehmen es nicht. Halbe Sachen wollen wir nicht. Wir wollen nur ganze Sachen. Lol, wie geil ist das einfach mal, Leute. Ja, Leute. Und sowas, wenn ihr wissen wollt, wie sowas funktioniert, dann müsst ihr bei Spark of Phoenix vorbei gucken, denn der ist der Harry Potter unter uns hier. Diamant finde Spitzhacken auch schon. Okay, jetzt pass auf. Ich glaube, jetzt wird die Axt kaputt gehen. Und 3, 2, 1, Baum fällt. Nein, sie ist kaputt. Nein. Scheiße. Ich habe gerade einen Baum angefangen. Sag ich so, Baum fällt. Ich selbst ist die Axt kaputt. Aber diese Axt ist wirklich Hammer. Also die muss ich mir auch mal holen. Vielleicht kann ich dem Spark ja mal eine Form davon abkaufen, wenn ich mir die Materialien dafür bringe. Weiß nicht. Ja gut, die Frage ist ja, was ich brauche. Ne? Weil ich habe ja schon alles. Man kann mich nicht so einfach bezahlen. Das ist ja der andere. Ah, Spark ist unbezahlbar, ey. Er hat schon einfach alles, was er braucht. Er ist wunschlosglücklich. Spark, zack, Spark, 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 so, Spark, Spark. Badbox habe ich jetzt gemacht. Ich habe gleich mein Jetpack. Das und nice. Da mache ich mir so ein Solarhelm mit, dass er mich am Tag auflädt, gell? Wenn ich rumlatsche. Kannst du unendlich fliegen? Ja, sozusagen schon. Da muss ich einfach nur rumlatschen und lädt mein Helm automatisch auf. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Wie kommst du jetzt dazu, dass du auf Technik gegangen bist, obwohl du gerade bei Magic schon so weit bist? Weil ich die Materialien dann halt verdoppeln kann, deshalb. Ah, okay. Lohnt sich, ne? Lohnt sich mehr. Viel, viel mehr, eigentlich. Ah, ich glaube, Magie lohnt sich auch schon ziemlich. Weil da gibt es einige Sachen, die kann Technik nicht mit, da kann Technik nicht mithalten. So, jetzt habe ich das Electric Jetpack. Und ich denke mal, das... Nee. Das ist Axt. Bam, bam. Oh, die Taumio-Axt ist ein bisschen besser als die, glaube ich, die andere Axt. Taumio-Axt ist besser als die verzauberte Dings-Axt, aber bei der verzauberten, da muss man eine Taumio-Axt auch bezahlen, gell? Die craftet man auch aus einer Taumio-Axt und einem Abbauzauberstab, glaube ich. Okay. Plus Elementen noch drauf, also bloß im Kesselmann, dass der Zaubertisch vom Elementen irgendwie noch Energie zieht. Und um erstmal den Zauberstab zu machen, den musst du auch erstmal craften. Auch wieder aus Materialien, aus Shards und auch wieder aus Magie. Okay, aus dem Kessel. Also es ist ein bisschen komplizierter. Ja, das... Und aufwendiger. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht's eigentlich. Ja, ist bei Technik genauso. Ich bin momentan bin ich noch total der Technik-Noob. Also mir schreiben auch manche Leute runter, sieh mal, du Technik-Noob und so. Ich habe auch gestern die Folge hochgeladen, vorgestern, da war dann, ich habe einen Generator. Was kann ich jetzt damit machen? Yay. So richtig planlos. Aber wenn ich mich jetzt einmal darin eingearbeitet habe, dann läuft das auch. Ja, klar, also keine Sorge. Man muss ja auch mit dem normalen Minecraft mal irgendwann mal klarkommen. Wenn das einmal drin ist, dann lernst du das genauso. Keine Sorge, Leute. Ich bin halt einfach der PvP-Spieler und ich habe halt mit Minecraft noch nicht so, ich bin noch nicht so vertraut. Das kommt jetzt alles, dann lernt ihr ja noch was dazu. So.
Aber die Boots sind schon mal sehr, sehr nice. Gut, dass du mir den Tipp gegeben hast mit den Boots, weil, ey, das ist ja Gold wert. Gerade für mich auf dem Bauhaus. So, ja, und dann werde ich jetzt in der nächsten Folge oben mein Baumhaus aufbauen, also abbauen, also umbauen sozusagen, dass da oben so ein richtig schönes Labor entsteht. Und dann habe ich ein richtig schickes Baumhaus und dann habe ich da oben meinen ganzen Stromvorrat. Das wird geil. Okay, Leute, dann würde ich sagen, freut euch auf die nächste Folge. Da geht das Baumhaus los und... Ja, wie gesagt, Spark auf jeden Fall vorbeischauen. Da seht ihr die ganze Magie, da seht ihr die ganze Technik. Wir haben schon 15 Minuten fertig, ne? Genau, wir haben jetzt 15 Minuten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, in dieser Folge ging es echt rund. Da gab es die versaute Axt, die Long Fall Boots. Also wenn ihr mehr von diesen richtig geilen Mod-Sachen sehen wollt, wie gesagt, alle Kanäle sind in der Videobeschreibung. Schaut bei allen mal vorbei, es lohnt sich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Post da, würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und tschüss.